bekommen gestern. Nicht gestern, was war denn Sonntag? Ja, Samstag. Samstag. Den Bericht für meine letzte Untersuchung und so. Ich habe ihn noch nicht gelesen, aber ich weiß ja, was sie mir gesagt hat. Muss ich nochmal durchlesen. Ich wird dann besprochen die Woche nochmal mit meinem Main-Arzt. Heute im Lotto gewonnen. Gar kein Bock. Ah ja. Also Moll in der Hand. Anderswild. Vielen, vielen Dank. Anderswild, danke für den Support. Also, keine Ahnung, das Wort Danke reicht nicht. Ich weiß nicht, ich kenne mich mit solchen Situationen so schwer. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Kein Plan. Ich kenn's halt von anderen Streams, da gehst du rein, da geht sowas die ganze Zeit. Mal, also die ganze Zeit hier. Keine freie Minute, ohne dass irgendwas reinkommt. Und das ist, wenn das ab und zu mal hier passiert, einfach wild. Einfach wild, Alter. Also ich fliege jetzt hier im Kreis und habe keine Ahnung, was ich machen soll. Einfach komplett brainfucked. Achso, die Besprechung steht noch aus. Die ist noch nicht, habe ich noch nicht gehabt. Die Woche dann. Die Woche dann. Das schickt mich dann immer zu verschiedenen Ärzten. Da tun wir die ganzen Untersuchungen zusammen. Und dann besprechen wir, wie es weitergeht. Und wenn alles hinhaut, klappt das, ist das die Woche, meine ich. Noch ein falsches Jahr Weihnachten. Was war denn da? Was meinst du bei Disc ist gay? Was? Okay. Ach so, Weihnachten 2020 meinst du? Ja, das war auch wild. Da habe ich dann einfach nachts, also abends den Streamer gemacht, weil ich eh schon broken war, kaputt und fertig und dann. Woher weißt du das denn? Hä? Wie? Das ist eine ganz wilde Geschichte hier. Stimmt. Woher weißt denn du das? Also, echt cooles Epico. Bin ich ja mal gespannt hier. Genau sowas wurde ja letztens auch besprochen. Weil ich mit dabei war, okay. Aber was ich schade fand, das war ein super geiler Abend, was ich schade fand, keine einzige Person von damals ist danach noch dabei gewesen, längere Zeit. Obwohl ich das gleiche gemacht habe wie davor. Und auch keine einzige Person ist auch jetzt oder nie wieder dabei gewesen. Weißt du? Also das war halt, das fand ich. Ich fand super geil. Auch super schöne Texte, alles, aber. Also, es ist halt immer sehr, sehr komisch mit diesem Spawn und Despawn von den Leuten. Ich musste leider beenden, da deine Streams in der Zeiten. Achso, ja gut. Meine Streams, wann haben die denn angefangen? Um 18 Uhr gingen die los und bis 12 Uhr mittags oder 10 in der Früh. Ja. Von 12 Uhr bis 18 Uhr habe ich nicht gestreamt. Aber macht ja nichts, ist ja wurscht, du bist ja jetzt da. Geht ja, jetzt ist viel wichtiger als die Vergangenheit. Es zählt eh nur hier und jetzt. Egal was war. Es zählt eh nur hier und jetzt. Das ist das Beste. Deswegen, also die Zeit ist ja das wichtigste Gut, was wir Menschen haben. Leider ist sie nicht unbegrenzt. Deswegen müssen wir die schöne Zeit gemeinsam nutzen und Spaß haben. Deswegen zählt nur hier und jetzt. Was gestern war, was morgen ist, keine Ahnung. Ist egal, weiß man nicht.
Also was gestern war, weiß man schon. Also außer man vergisst wie ich. Lost in Keks. Genau. Sagst du, dass ich hier Single... Ich habe nie Singleplayer gespielt. Was denn das? Wie geht das? Geil, wie das geht hier. The fuck? Singleplayer. Imagine. Ich hab immer... Ich wollte schon einfach mehr auf dem Server machen als Spaß. Himiko. Habe ich schon mal gehört hier. Habe ich schon mal gehört. Ob ich noch eine zweite? Ob ich noch mal was abonnieren soll? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Auf dich gekommen bin ich damals vor 4 Jahren durch einen Xiaomi. Jetzt musst du auf die Ziel schreiben und um auf den Server zu kommen. Richtig, ja, ein bisschen ablenken vom Singleplayer. Genau, du musst deine Steamer dir raussuchen, Crazy Face. Wissen Sie, wie das geht? Und ich kann es Ihnen vorführen. Ist das ein Ja oder ein Ick-Ick? Ist das Jugendslang? Oder das Ock-Ock heißen? Du musst auf jeden Fall die Map Lost Island laden. Frag Mord in der Hand, der ist da ganz groß. Das ist ganz groß bei der Map. Also, mir per Discord einfach deine ID wispern oder schreiben oder was auch immer das da über Discord ist. Dann Ausrufezeichen Mods, die Mods laden. Wenn du das alles hast, dann kann ich dir die Ding schicken. Die IP und dann addest du die einfach. Apropos Mods, ich muss mal kurz hier auf Inhalte gehen. Ich muss das mal kurz updaten. Kollektion, das ist das hier. Kollektion bearbeiten. Abonnierte Objekte. Genau, Arc Editions hinzufügen. Dragon ist nicht da. Small Dragons ist auch nicht da. Okay, passt. Ich hab's aktualisiert. Ich hab's aktualisiert hier schnell. Dann schauen wir mal, wie das geht hier. Host Join. Ich bin 7 GB 25, also es sollte mir dann sorgen, freue mich auf morgen. Ja, na klar, morgen bin ich ja auch noch da. 4 Minuten morgen. Es ist Zeit schon im Singleplayer. Dann passt es. Ja, stimmt, du hast mich ja gestern gefragt gehabt, was ich empfehle als Startmap. Da. Gibt es da eigentlich Dinos? Nee, oder? Jetzt einfach starten, oder was? Jo. Zack, zack. Keine Ahnung, du kannst das. Wird schon passen. Ja, er legt, glaube ich, 11 GB runter und dann tut er noch hin und her kopieren und er packt insgesamt 60 GB noch. Ich weiß nicht, was da alles rumläuft, aber du kannst Dinos hier abschalten. Ach stimmt. Generell kann ich abschalten, ach genau, Dinos gar kein, dass man sie nicht zähmen kann, das nicht dies, das. Okay. Da haben sie nicht. Ach du Scheiße. Okay. Mhm, genau. Genau, Modern Hand, genau so. Sonst wird es ja nicht laufen, also bei einem Rechner. Du wirst ja verrückt sonst. Ich hab doch kein Argentavis hier und ich cheate doch nicht. Mensch, Taipan, also du tust mich verleiten zu Sachen, die, auf die Idee will ich ja nie kommen. Also, ne? Das ist ja hier wie Aberacio.
Ja, für so Ding müsste es ja reichen. Muss ich halt alle Bäume abreißen, alles kaputt machen. Hier ist Wasser und das reicht für ein paar Tiere aufwachsen lassen? Oder ist noch mehr Wasser? Hier ist noch mehr Wasser, guck mal. What the fuck? Okay. Das ist ja wild hier. Ja, also ich suche halt eine Map, die einfach gerade ist. Einfach ein Viereck, die gerade ist, wo ich einfach theoretisch meine Tiere züchten kann. Damit ich einfach 1000 Tiere da raushaue und sie einfach züchte und aufwachsen lasse. Damit wir nicht diese Ruckelparty haben wie gestern. Ich meine, ich habe es jetzt eh zurückgeschraubt und es wird die nächsten Tage eh weniger werden, weil ich werde nur bestimmte Tiere noch züchten. Für die Bosskämpfe halt. Aber warum nicht? Warum nicht? Und hier sind schon Häuser, muss ich nichts bauen, ganz entspannt. Ja, ist ja schön gebaut hier. Da kann man einziehen. Da kann man einziehen. Oh! Hat er uns erwischt! Himiko, also. Wie geht's dir? Was willst du denn hier? Also ich bin ja hier, ich hab hier was. Weißt du? Ich weiß nicht, ich hatte das glaube ich gestern schon erwähnt. Oder öfters, dass ich einfach eine Map bräuchte, die gerade ist. Einfach nur, keine Ahnung. 20x20 oder 40x40. Und dass ich meine Dinos züchten kann. Einfach so eine Map für Züchten der Dinos, weil gestern hatte ich ja 200 Dinos auf der Karte. Und 200 Dinos, wenn die Nanny gleichzeitig sie aufzieht, imprintet und füttert, dann gab es alle 35 Sekunden ein Lag. Und da hat jemand ganz Nettes, ich nenne jetzt mal keinen Namen, drop mal keinen Namen, gesagt, teste doch mal diese Map hier. Die ist schön gemacht hier. Richtig detailreich hier. Mit Liebe gestaltet das Ganze. Ich weiß nicht. Vielleicht kennst du ja so eine Person, die das diese Map gemacht hat. Aber ist cool, also richtig Aberration mäßig. Richtig Aberration mäßig. Achso, hast du die ID? Warte, ich adde dich am Server hier, crazy. Warte, un momento, por favor. Dass du hier Akkordarbeit mit dem Adden hier, sag ich dir. Genau, und vielleicht ist die Map ja okay, dass ich dann einfach meine Dinos hier züchten kann. Einfach habe ich eine Map für mich und fertig. Das war's. Dann kann ich meine 1000 Dinos züchten. Und das laggt halt nicht. Also es kann hier kann es ja laggen, scheißegal. Ich glaube, dass es auf kleinen Maps nicht so laggt wie auf großen Maps. Und hier kann ich den Server 1000-mal hoch und runter fahren. Und das interessiert halt dann keinen. Was hältst du von der Idee, Himiko? Es ist anscheinend für ein Event gemacht. Vielleicht darf ich es ja auch nutzen, mit deiner Zustimmung. Achso, exclusive heißt das, gell?
Vielleicht gibt es ja sogar eine Geschichte zu der Map hier. So. Müssen wir aber gleich nochmal schauen. Ich glaube, die Drachen sind doch nicht irgendwie auf dem Server hier. Taipan, das hat vielleicht nicht ganz hingehauen oder ich habe es noch nicht gefunden. Das ist irgendwie komisch. Ich bräuchte auf jeden Fall irgendwie einen Testserver, dass ich dann immer wieder außen anschalten kann, die ganzen Sachen zu testen, die man so gelernt hat und danach, wenn es funktioniert, braucht einfach auf einen Live-Server tun. So eine Art PTR. Die sind selten eingestellt, ja. Aber es sollte ja trotzdem immer einer da sein. Das wäre halt ultra. Da müssen wir es noch ein bisschen ändern. So, da muss ich hier wieder, wo ist denn das? Wo ist der Server? Lost Island. Zack. Enter. Okay, habe ich. Sea Island. Enthält eigentlich das Arc Server Manager auch so einen clusterübergreifenden Chat? Nee, oder? Ich hatte mal so ein Tool, das hat aber sogar Geld gekostet. Bei Patreon, glaube ich, 15 Euro im Monat. Da konnte man serverübergreifend chatten. Über Erkundverbindung oder so. Da hat man es halt gesehen im Chat. So wie auf Official, wenn man geschrieben hat. So. Hier. Bitteschön, Crazy. Aber schau, dass du auf jeden Fall alle Mods vorher ziehst, damit du die gleichen Mods wie wir hast. Das Server, wenn du joinst auf dem Server, gleicht dir die Mods von dir und vom Server ab. Und wenn es dann nicht passt, dann lädt er die Mod runter und wenn das zu lange dauert, kriegst du einen Timeout, musst du dann nochmal connecten. Aber ja, es wird einfacher, wenn du alle Mods hast. Das geht auch nur Plugin. Ja, okay, wäre nicht schlimm. Fragen, ob generell es enthalten ist, weil ich habe damals irgendwie ein Programm geladen, dann habe ich ja halt die ganzen Aircon Connection von Server eingegeben und dann konnten wir miteinander chatten. Bei dem einen war es komisch, da musste man irgendwas davor eingeben, anderen ging es halt manchmal nicht und ich dachte mir, wenn es vielleicht das enthält und oder du schreibst ein Plugin, das ist ja ganz okay dann. Weil das kennt ja seine eigenen Server quasi. Wow. Okay. Also ist cool. Also kann ich mir, weißt du nicht, die ganzen Berge bräuchte ich halt nicht. Und die Dinger kann ich ja abholzen. Was halt doch wichtig ist der Fluss hier. Da kann man einige Wassertiere auch reintun. Passen da 20 Mosas hin? Mindestens 20 Mosas. Aber wie ist denn das? Das ist doch ein Cluster. Wieso baut er sich so spät auf? Ist das im Singleplayer echt so? Dass wenn du einen Meter weiter weg gehst, baut sich das Ganze ab, oder was? Was ist das? Hä? Ah ja. Ist cool. Lädt aber schon schnell, weil es auch von der eigenen SSD jetzt hier lädt, nicht vom Server. Was ist das hier? Was hast du da gemacht? Was ist das? Ist das Strom? Ist das ein Airdrop? Ist das ein Licht? Was ist das? Ah.
Ach, das ist zum Rüberreisen, Transmitter. Okay. Damit er noch wieder rüberkommt. Ja, nice. Also Himiko, sieht schön aus. Also, krass. Also richtig, richtig toll gemacht. Der muss auch da sein, ja, ja. Ist wichtig, sonst kommst du nicht mehr zurück. Wenn du nichts nicht bauen kannst. Ich meine, ich habe es ja nicht anders erwartet von dir, aber es trotzdem erstaunt mich immer, dass es einfach Hand und Fuß hat, das Ganze. Einfach, es passt alles zusammen, das sieht einfach nice aus. Auch wenn ich die ganzen Sachen nicht brauche, weil ich einfach nur meine Dinos hinklatsche, aber das ist heftig. Schön, schön. Und mir gefällt diese Art sowieso wegen Aberration. Echt schick, echt schick. Cool. Hast du die für ein gewisses Event, für einen Streamer oder für irgendwas gebastelt oder so? Oder für euch für ein Event oder so? Wenn ich fragen darf. Also theoretisch könnte man in die Mitte für einen RP-Server. Okay. Ja, und ist das okay, sie einfach so zu nutzen? Oder ist das doof? Ich meine, klar, sie auf Steam kann sie jeder runterladen, aber keine Ahnung, ob das so gewollt ist. Ich habe jetzt keine andere. Oder keine andere Alternative. Ich würde in die Mitte. Mitte der Mitte, keine Ahnung. Also doch gut überschaubar. Einfach. Keine Ahnung, die Nanny hinstellen in die Mitte. Bisschen Fleisch, Futterdruck. Und dann schaue ich, dass ich die Nanny hier so einstelle, dass sie die ganze Map füttert. Ist nichts bezahlt, ist okay. Also meinst du Mord in der Hand, schaffst du es nicht mehr heute? Tinterberries. Ganz normal hier alles, okay. Hier kann ich auch diesen Spawn-Dings testen, oder so eigentlich, oder nicht? Okay, wieder da. Musste kurz Twitch und YouTube beenden. Zack, war's fertig. Ich hab ja nicht umsonst 200. Wow, okay. Testleitung, Testset gemacht. So zocke ich aber noch auf eine Runde. DFT, schau dir noch morgens um. Fitness-Training war dann noch, bin ich on. Oh, jetzt fittest du dir Probetraining. Geil. Ich hoffe, das gefällt dir. Ja, dann mach das hier. Team Tactical Fortress. Team TFT, irgend sowas. Team Fortress Tacticals. Ich weiß nicht genau. Ja, Sport ist nicht schlecht. Sport ist nicht schlecht. Ich wünschte, ich könnte auch einfach aufstehen und Sachen und Dinge machen. Aber ist, warte mal, wie ist die? Also trotz, dass die so klein ist, trotzdem 500 Megabyte. Ist schon krass, ne? RP-Server hier, okay. Deutsche Ark-Server. Okay, mein Drachenreiter hier. Okay.
Okay, dann überlege ich mir das mal. Jetzt habe ich doch eine Frage. Wie finde ich den Server? Okay. Du kannst in Steam, wenn du aufgehst auf Ansicht, Server, bei Favoriten hinzufügen. Und dann kannst du direkt über Steam joinen hier. Oder du gehst in Arc auf Join oder beitreten. Ich mache es ja eh gerade. Warte, ich zeige es nochmal. Ich gehe jetzt eh hier raus. Exit to Menü. Gehe ich auf Join. Gehst da unten auf Favoriten. Also wenn du sie bei Steam hinzugefügt hast, in Favoriten, sind sie hier auch drin. Die Server. Alles gut, Mord in der Hand, das passt. Du hast eh schon so viel gegeben. Und jedes Sub und jeder Support habe ich 0,01% weniger Kopfschmerzen. Weil heute schon wieder sind Mahnungen reingekommen, wo ich mich wieder aufgeregt habe. Und die ganze Scheißwelt will immer nur Geld und ist halt immer schwierig. Das alles dreht sich immer nur ums Geld, egal was ist. Jeder alles für Geld, für jeden Scheiß, was du machst. Alles gut, alles gut. Entspann dich, spiel ein bisschen TFT. Und danke für den Support hier. Und hoffe, dass dein Pubertraining morgen gut läuft. Genau, immerhin schon mal joinen und schon was funktioniert. Und ich suche meine Drachen. Es gibt keine Möglichkeit zu sehen auf dem Server, ob der Drache tamed oder wild ist, gell? Und diese Nummer, die sagt ja, glaube ich, auch nichts aus, wie lange der Drache da ist. Ja, bald können wir ja auch RP machen, oder? Können wir auch RP machen hier, wenn so viele da sind hier. In einem Jahr kommt noch eine schöne RP-Map raus. Habe ich letztens gezeigt bekommen. Ich nenne jetzt auch mal keine Namen. Da kommt gleich ein Dach rein. Ah ja. Jo, dann angenehme Träume und schlaf gut. Und nochmals danke. Auch wenn ich es so oft sage, es ist für mich nicht selbstverständlich, dass andere Menschen irgendwie helfen oder so wirklich. Ne? Versuche mich immer allein durchzubeißen. Das ist ja süß. Kann es sein, dass das Flugtier, was ich habe, nicht in der Lage ist, dieses Gürteltier, was die seine Glocken zu tragen? Nee, ich glaube nicht. Das ist doch viel zu schwer. Stell dir mal diese Dimensionen an. Du hast doch ein Pteradon, ne? Ich glaube, dass ein Argentavis kann einen Anki schleppen. Du hast einen Anki, oder? Hast du einen Ankylosaurus oder hast du einen Dödi? Ich weiß gar nicht, was du hast eigentlich für ein Ding. Musst du mal das in echt vorstellen. So ein kleines Viech. Das muss ja auch das Gewicht mitschleppen. Wenn du irgendwas zähmst, muss das ja auch das Gewicht. Du musst das halt, wenn der Vogel selber 20 Kilo schleppen kann und du hast 100 Kilo Steine drin, kannst du auch nicht schleppen. Dann hast du Steine drin. Agi kann den tragen, also Dödi und Anki, okay. Kannst du noch mal zeigen im Menü? Server? Achso, einfach auf Join und dann unten auf Favoriten klicken. Hast du ihn hinzugefügt? Bei Ansicht Server? Ja, genau, das stimmt ja auch, was der Schweizer sagt. Damit kannst du Steine farmen. Mit dem Dödi.
Also der Düdi kann super gut schwimmen mit seinem Schwa, also mit seiner Flosse, Schwa, also Borno, ja. Der kann super gutes Wasser gleiten. Muss, wenn du einen Sattel hast, ist heftig. Du musst mir genau sagen, wo du noch, wo du bist gerade mal in der Hand, dann kann ich dich genau dahin führen. Am besten hier wie Fuffi einfach direkt das Flug, das Tech-Schiff bauen, dann kannst du alles schleppen. Im DC die IP habe ich dir geschickt. Das ist einfach hier die der zweite Text von mir. Nach Moin und der ID und dann ist der Text. Nachdem du geschrieben hast, hi, sorry, war kurz weg. Fufi, was treibst du? Bist du noch am Start hier überhaupt? Klar. Was treibst du denn da für Schweinereien? Großer Stresstag bei mir hier. Wie, was? Was treibst du? Ja. Der Umzug ist im Gang. Wieder Umzug. Ich reise gerade ab bei dir dort. Jawoll! Radan, Abend, grüß dich. Reist du echt ab? Ja, ich weiß auch. Ach so, ist okay. Ich hab sie, ich konnte sie noch nicht so ausgiebig testen, da ich am Server noch rumbasteln musste bis vor einer Stunde oder so. 18 Uhr Server down gefahren, mehr oder weniger. Also nicht den Lost Island, sondern den anderen Server. Sie Island hab bis 22 Uhr oder so gebastelt. Kurz probiert, kurz angemacht und wieder ausgemacht, also weil ich andere Sachen noch verändern musste. Also ist cool, hat coole Dinos, besonders der so Feuer, der so nicht, der so Eis spuckt und die Tiere einfriert. Und mit dem kannst du sogar den kannst du sogar zum Boss mitnehmen. Und wenn du den einfrierst, also die Tiere einfrierst, ist es so eine Art Schutzschild für die Tiere. So eine Art Armor. Naja, extrem gefährlich nicht. Sie passen sich halt gut ein ins Spiel. Die sind halt jetzt. Ja, keine Ahnung. Wenn du einem Rex begegnest, ist er jetzt gefährlicher. Weiß ich nicht genau. Wenn du einem Raptor begegnest, tut er dich auch zerfetzen. Also, es geht. Ist schon balanced. Ist nicht schlimm. Du musst schauen, Luma. Als Tipp. Dass du dir vielleicht sowas machst. Hast du denn ein Kristall? Also falls du irgendwo ein Kristall hast, dass du dir sowas machst. Und dann kannst du den. Ja, du bist ja auf den Bergen. Und auf den Bergen sind so weiße Kristalle. Da kannst du abhacken. Und wenn du so ein Kristall hast, kannst du dir so eine Kugel machen. So wie ich jetzt zum Beispiel, kann ich dir zeigen. Mal eine. Und dann hast du so eine Kugel hier. Warte, ich hau sie mal dahin. Hast du so eine Kugel. Und dann kannst du so ein Dino wie ich immer so reintun, weißt du? So, hier so reintun. Scheiße, kannst du so ein Dino reintun, da. Und dann kannst du den Kugel, den Dödi in die, in der Kugel mitnehmen. Du bist nicht berechtigt. Ich schau mal, ob du drin stehst im Server. Ich habe mich hinzugefügt, außer du hast mir eine falsche Nummer geschickt. Sind das nicht zu viele 0, 0, 0, 0 am Schluss? Schau mal, ob es wirklich stimmt hier, weil dieses 0. Die ist irgendwie lange.
Die ist länger als alle anderen. Das 0003 am Schluss ist irgendwie sehr strange. Warte mal kurz, ich schau mal hier. Show my admin manager. Nee, das ist die einzige Serie, die ich kenne. Aber die ist. Warte, ich add die nochmal hier, weil die ist irgendwie. Hast du sie denn rauskopiert gerade? Kopieren. Add list. Warte, ich mach sie nochmal. Execute. Ne, er nimmt sie nicht. Oh, doch. Jetzt habe ich sie. Ich habe sie erst nochmal eingefügt. Jetzt probiere ich jetzt mal. WT. Jo. Mon in der Hand ist drin, deine ist auch drin. Genau, passt. Probier jetzt mal. Genau, Luma. Wenn du so einen Kristall findest, kannst du die Dinos in der Kugel mitnehmen, so wie ich immer. Ich habe zwar die Waffe, die macht es mir leichter, aber die Kugel geht auch alleine, schau. Da kannst du die Kugel, da kannst du rauswerfen. Und kannst dann mitten in der Kugel noch wieder so reintun das. Und dann kannst du die Tiere einfach in der Tasche mitnehmen. Weißt du, in der Handtasche, man kennt's ja. Also, ne, du hast ja. Ne, man kennt's ja. Einfach Dinos in der Handtasche. Wer macht das nicht? Ja, als Beispiel. Ich kann doch ein paar Kugeln geben, wenn du willst. Und in der Nähe vorbeikommst. Mir egal. Wie sie möchten. Ach, der ist doch nicht ganz fertig. Frech. Oder du fliegst einfach. In der, auf den Bergen rum, da gibt es immer die Kristalle. Da gibt es immer die Kristalle. Nachts sieht man die sehr gut leuchten. Oder besser als am Tag. Die sind auch nicht fertig. Aber die Gegner sind ja nicht fertig, oder? Die Gegner sind fertig, ja. Die nächste Generation fertig, aber den Giga, den ich vorhin gefunden habe, der tut alle Generationen in den Schatten stellen. Na schon, bei Haran zum Beispiel. Du bist ja, glaube ich, auch nicht so weit weg von uns hier. Also wie gesagt, kannst auch eine Kugel von mir haben oder so, Pakistan, das ist kein Problem. Außer du willst halt selber, verstehe ich auch, wie du willst. Wie sie möchten. Krass, die habe ich vorhin erst rausgeworfen hier. Sehr geil. Jetzt wird es ganz wild. Okay, was hast du gemacht? Nein, der ist nicht. Okay, ach so, diese nicht fertig. Okay, okay. Ja, du musst kurz warten. Du hast auf dem Server versucht zu connecten und du hattest keine Berechtigung. Jetzt musst du kurz warten, bis du rausfliegst. Einfach eine Sekunde warten. So Timeout und sowas kriegst du dann. Ja klar, ich verstehe ich auch. Ich würde auch selber wollen. Ich sag ja nur, alles gut. Mein Kristall ist jetzt auch nicht so wild. Kein Problem. Ich würde auch selber wollen. Ehre. Bibi. Danke. Jetzt habe ich die Nuss aufgeschossen, die noch nicht fertig ist. Das ist eine Scheiße. Also, das ist was Tolles. Passt der Lied? Jawoll. Okay. So, das ist komplett fertig. Ziehst du in die Höhle, Fuffi? Nee.
Dann, nix Höhle. Dann, bin ich ja gespannt, wo du hinziehst. Der Höhle ist nicht genug Platz für das, was ich bauen will. Ach du Scheiße. Hä? Ach du Scheiße, wird ja groß, oder dann? Ja, bis jetzt habe ich 600 Strukturen verbaut oder so. Ach du, wie jetzt schon? Bist du schon dabei? Ich zieh schon um, aber es steht erst der Rohbau. Okay, 600 Strukturen? Ja, das ist nicht viel. 600 klingt verdammt viel. Wie viel habe ich denn? Aber wenn der halt... Du hast locker dort auch deine 200, 300, 400 Strukturen. Locker 200, 400, du hast schon 600 Rohbau. Ah, ja. Bin ja gespannt. Ja, aber das ist echt nicht viel. Ohne Witz. Ich hatte bei dem ersten, es gehen ja bloß 2200 Strukturen auf einem Ding, auf dem Haufen. Und ich hatte damals schon bei The Island 2015 Probleme. Also mein Board. Okay. Genau, Loading Mods dauert ein bisschen. Mal schauen, wer es zuerst schafft hier. Wikipedia. Laut nicht eine Volkshochschule ist die größte Volkshochschule, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ey, aber deine Alexa haut auch immer Scheiße raus, ey. Ja, das ist krass, gell? Das war jetzt Big Show an Alexa, ja. Irgendso, so ein Mist, irgendwas versteht hier immer. Ich weiß nicht, schon 2-3 Minuten oder so. Was hat er denn jetzt gesagt? Warum bist du denn ausgeflogen? Was hat er denn gemeckert? Aber sowas, was hat sie vorhin erzählt? Ich kann... Achso, nee, ich habe da gar nichts drüber gesagt. Ne? So, okay. Ich hatte ja nur noch Mattenfleisch, ne? Hab ich dir gestern hast du glaube ich auch schon mitbekommen, das. Nur noch Mattenfleisch und da sind mir die Mantis verreckt, weil die Mantis fressen kein Matten. Du musst normales Fleisch fressen, die nur. Also die Nanny gibt es ihnen nicht und die ziehen, tun sie auch nicht aus dem Futternapf testen. Ich habe selber getestet. Geht nicht. Die, auch wenn es Inventar liegt, essen sie nicht. Das hat mit dir nichts zu tun hier. Mod in der Hand. Egal, ob du da bist oder nicht. Das ist normal mit Mods dauert länger. Und dann noch abhängig davon, ob es von einer SSD geladen wird, von einer HDD geladen wird. Das ist egal, ob du da bist oder nicht im Endeffekt. Das ist alles halb so wild. Das kann sein, ja. Ich finde die blauen schon stark. Das ist ja 50, ja. Ja, das ist dann Pech, ne? Wenn er dir vor die Füße gelaufen ist und ich wusste, so ist das halt. Irgendwann sieht man sich immer zweimal, ne? Im Leben mit den Dinos. Ja, perfekt, schau mal. Perfekt, das hat Joints immer in der Hand. Achso, die zwei Drachen sind noch nicht fertig. Moment. Auf jeden Fall mache ich noch meine nächste Brut heute. Bevor ich ins Bett gehe. Damit. Ich mache das immer zweimal. Ich versuche immer zwei Werte zu pushen. Plus 8 auf die Werte. Das wird gleich bald fertig werden. Ich muss das mal dahin werfen. Baby Small Dragon, ja.
Gott, das wird nicht mehr fertig. Ja, hattest du denn jede Mod? Hast du auch das Spiel nochmal beendet, nachdem du Lost eingeladen hast? Also ihr seid beide komplett berechtigt. Ich hab's wie bei allen anderen Spielern, die drauf sind. Also ich hab da nichts anders gemacht. Ja, ich bin ja eh da auch morgen Mittag, von daher kriegen wir das schon hin. Wenn du vielleicht noch Fragen hast oder irgendwas nicht klappt, bin ja da. Ganz entspannt. Stress dich da gar nicht. Spiel in Ruhe, Team, dein TFT da, wie das Ding heißt, und das ist ja okay. Wird schon schief gehen. Sachen aufgesaugt, die. Jetzt habe ich aber gar keinen Dampf. Nee, mit der Sortierung gleich. Das ist so schön sortiert, aber jetzt habe ich Tiere aufgenommen, die noch nicht fertig sind. Okay. Den noch? Die ganzen Ressourcen rüber zusammenbringen. Ist halt ein Krampf. Wie habe ich das denn damals gemacht? Mit einem Wusch alles. Ich glaube, mit einem Wusch geht nicht. Selbst mit der Potion und so. Du kannst ja nicht so viel tragen. Mit zwei Tiere? Und dem Gewichtsrang oder drei Tiere? Okay, alles gut. Ich wollte nur, dass du dich der Stress ist, unbedingt joinen musst oder so. Bin ich morgen da, ich sammle gerne. Oh, freut mich. Oh, jetzt hatte ich einen Daggery, ne? Hast du gerade irgendwas gezogen hier, Fuffi? Ne. So. Ich zieh nicht. Achso, ich meinte eigentlich mit Move All von der Kiste in die andere Kiste. So, nee, 100 nee. Gegenstände gleichzeitig. Ich habe eine Kiste leer gemacht, wo 24.000 Steine drin waren. Aber eine Dedicated Storage, also alles in mein Inventar übertragen. Mhm. Okay, hat sich wieder eingekriegt, der Server. Ist wieder auf 3 GB. Alter, schwarze Perlen sind halt so schwer, ne? Du kannst einfach nicht 100.000 schwarze Perlen tragen, geht nicht. Das verstehe ich nicht, das ist unlogisch. Bitte fix das. Wir brauchen dringend eine Mod mit noch mehr Gewichtsreduktion. Ah ja, und noch das Getränk hier, das Ding und alles. Na, natürlich. Ja, das am besten 99% das einfach, Gewichtsreduktion. Das einfach nichts irgendwas wiegt, fertig. Ende. Ja, alles wiegt nur noch 1. Ja, nichts, 0. So, warte, Crazy Face. Ich keine mehr anbauen, die brauche ich nie wieder. Hat funktioniert, echt? Weil bei mir stand, du bist rausgeflogen. Wer willst du mich anbauen? Die schwarze Perlen? Ich weiß eh nicht, wofür wir so viele brauchen überhaupt. Welche brauche ich? Weiß gar nicht mehr. Ich war kurz drauf, muss aber noch kurz was machen, deswegen bin ich wieder runter. Ja, das passt doch. Also wichtig ist, dass es geht. Egal, ob du jetzt da jetzt zockst oder nicht. Du kannst ja jederzeit einloggen und zocken. Das passt ja.
Wir tun mal so, als ob wir dich bei uns haben wollen, ne? Manchmal bist du schon gemein, da muss man ja mal so sagen. Ja, okay, ich dachte, das Mikrofon war gemutet. Entschuldigung. Natürlich wollen wir dich kussen. Jetzt will er nur lachen. Also, was ist mit mir? Ja, irgendwann nehmen dich die Leute einfach nicht mehr ernst. So wie ich mich selbst auch nicht. Aber nur manchmal. Genau, genau. Du tust, ob du dabei sein wolltest. Und ja, ja, wunderbar. Awesome, awesome. Ach so, weißt du, was du machen kannst mit dem Ding? Lad einfach ins Ding hoch. Ins Transmitter und lad dann runter. Die Sachen. Da musst du es nicht schleppen. Weißt du, was ich meine, jetzt oder? Jetzt genieße ich das Tragen. ja, jetzt, also wenn der Rücken krumm ist, dann genießt es. Nun klar. Ich bin fast durch jetzt. Fällt mir gerade ein. Mit dem Ding. Geht nämlich auch anders. Indem ich einfach mich vor die Box stelle und vor meine Storage-Kacke, die das automatisch verteilt, in der neuen Base und einfach mich immer hin und her porte. Dann kann ich mich ja endlos überladen und klatsche das dann immer. Ja, genau, zum Beispiel. Rein. Gut, endlos geht nicht. Aber ja, schon Limit, aber. Schon. Hast du schon einen neuen Port? Genau, kann ich mich mal hinporten und gucken? Noch nicht, erst wenn es fertig ist. Wie? Man sieht hier noch nichts, hier stehen bis jetzt nur Wände und eine Foundation. Ich will ja nur schauen, wo es ist. Bitte, ja, Dann mach halt. Den Bauplatz. Heißt ja Baustelle oder so. Fuffi New Horn gibt es. Es gibt auch Baustelle. Okay, Bauplatz. So viele Fuffis hier. Na klar, Luma, muss sein, weißt du? Das ist Rohbau. Ich bin dort noch lange nicht fertig. Ich muss noch erstmal die Ressourcen jetzt alle rüberbringen. Ah, schön am Strand. Wo ist das? Ach, du hast deine eigene Insel geklebt. Oh, das erinnert mich an Mister, diese Bauart. Mister früher. Auf Ragnarok. Hat sich auch so eine Insel geschnappt. Perfekt, perfekt. Muss ich ihm sagen, wenn er vorbeischaut. Wieso bekommt er keins mehr, weil es bei ihm geht und bei dir nicht, sagst du? Oh, das passt, du läufst doch geschmeidig hier. Ja, das ist. Wir entlasten uns dann doch ein bisschen so. Dass wir nicht mehr im selben Ladesektor sind. Na klar tun wir das. Wir machen alle Beete ab und zu mal größere Dinge. Ja. Und ja. So sollte das dann ja kein Problem mehr sein. Ja, auf jeden Fall. Das sollte ich weit genug entfernt sein. Aber selbst wenn ich da große Dinge mache und du hier machst, ist es für den Server trotzdem belastend. Aber nicht so, wenn es so krass ins Nahe zusammen ist. Ich rede ja von groß. Was du machst, das ist abnormal. Nee, ich hab's jetzt auch verändert, das passt schon alles gut. Ich habe heute 200 Tiere rausgelassen, haben sie umgebracht, hätte ich nicht machen müssen. Hätte einfach die Kugeln vernichten müssen. Ich hab vergessen, dass das machen kann. Aber hier hast du wirklich schön Platz, richtig toll ist es hier. Ja, ich will noch viel ausbauen. Ich habe im Moment halt mehr so Bock zu bauen. Bei mir ist gerade so eine Bauphase. Ja, hast du recht. Das ist ja normal. Also man hat mal Bock zu sehen. Deswegen bin ich auch weit weggegangen. Ja. Damit. Und hier denke ich, fliegt doch nicht oft jemand lang an dem Inselzipfel. Weil ich wollte auch nicht, dass wenn
Wenn ich hier wirklich jetzt mal ein bisschen eskaliere mit Bauen, und das könnte passieren, dass die Leute dann übelstes Standbild kriegen, wenn sie in die Renderdistanz fliegen. Ja, klar. Ja, aber wenn man auf der Map guckt, das ist so wirklich ein Inselzipfel am Rand. Ja, das sollte dort keinen stören. Na klar. Moderne Hand, das geht nicht. Das sind zwei, drei Dinos gewesen, die müssen weg, weil die Nachfolgegeneration kommt. Alle kannst du ja auch machen. Weißt du? Und das kriegst du hin. Aber wenn du Dinos hast, die machen 50 Schaden, die anderen machen 70 Schaden, musst du die aussortieren. Weil ich habe 1000 Dinos. Weißt du, das geht nicht. Ich kann nochmal scannen, dann zeige ich dir, wie viel ich habe. Hier. 727 nur noch. Das ist einfach noch zu viel. Ich züchte halt die nächste Generation, damit die neue Generation die alte ablösen kann. Das ist immer wieder. Weißt du? Man tut. Ja. Kannst ja auch nur so machen, wie willst du sonst machen. Ja, das geht ja nicht anders. Du tust jetzt zwei poppen lassen und dann kommt ein Baby und dann ist es besser oder schlechter. Je nachdem. Dann machst du halt das Ganze, machst du 2, 3, 4.000 Mal, bis es halt hinhaut. Es ging halt nicht anders, die Art und Weise. Es ging ja nicht anders. Ich habe ja versucht, einen einfachen Weg, aber ich musste halt. Ja, aber das siehst du dann. Ich weiß ja nicht. Je nachdem, das, was ich jetzt gemacht habe, habe ich im 2020 auch das erste Mal gemacht. Ich habe vor 2020 arg nie so gespielt. Und jetzt spiele ich es wieder so wie 2020 und es war okay. Und wenn es hinhaut, würde ich gerne mit diesem Charakter das Max-Level erreichen. So hoch wie möglich machen. Halt alle Bosse töten. Auf Alpha. Irgendwann. Es muss nicht jetzt sein, es muss nicht dieses Jahr sein. Halt irgendwann, dass der Spiel schon da bleibt. Dieses Jahr, ich bitte dich, also. Jetzt wirst du ja albern. Ja, nö. Irgendwann ist das Interesse weg und dann mache ich dann irgendwann weiter. Ja, Crazy Face, das ist nicht viel, wenn du wüsstest, was ich bei der alten, beim alten Ark gemacht habe. Da hatte ich diese Station, die hier sind, hatte ich 3-4 Stöcke voll. Also Stockwerke. Also ich habe extra noch so schwebende Ceilings gebaut, damit es nochmal drauf passt. Dann habe ich so nach oben geschaut, so, über dem, so, über dem, so, über dem. Ja klar, das finde ich ja super, zum Glück. Hier, dass noch welche mitmachen. Ich war schon gestern und heute traurig, dass meine Mates nicht da waren. Ich wollte ein paar Sachen machen, aber keine Chance. Habe ich schon gedacht, als ich sie zu hart rangenommen habe vorgestern wegen dem Boss und so. Kollidiert halt manchmal mit dem Schlafrhythmus, ne? Ja, ich wollte halt einfach mal lila Drop machen, das kann ich nicht alleine. Also... Alter, Gags, jetzt wirst du aber langsam albern. Gib dir halt mal Mühe, ne? Ja. Braucht zumindest zwei Personen. Drei wäre halt noch besser. Würde ich gerne eine Rex-Sattel haben. Einen starken. Weil ich